Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und es gibt ein paar kleine Neuigkeiten zu Star Wars Battlefront 2 und den Inhalten und was so in Zukunft kommt und das habe ich hier jetzt mal ganz kurz in einem Video zusammengefasst. Und zwar geht es am Anfang erstmal um Anakin. Das habe ich auch schon im Community-Post bei mir hier auf YouTube gezeigt, dass so gefragt wurde, wie sieht es aus? Wollt ihr da nicht mal so ein bisschen gucken, ne? Gibt es da schon eine Diskussion von wegen Nerf, kein Nerf und sowas? Und darauf wurde einfach nur geantwortet, ja, wir werden ihn balancen. Was genau da gemacht wird, wie das genau angepasst wird, wann das Ganze kommt, ist natürlich noch nicht klar. Ist natürlich schade, aber ich hoffe persönlich, dass es relativ bald kommt. Denn ihr kennt ja meine Meinung, ich finde es ein bisschen zu stark, dass man auf jeden Fall solche Sachen machen kann, wie komplette Helden von 100% Leben auf 0% Leben zu one-shotten. Ist ein bisschen zu stark, von daher hoffe ich, dass der Patch da bald kommt, der das Ganze verändern wird. Dann wurde allgemein gefragt, wie sieht's aus mit den Community Transmissions für diesen Monat, denn sie wollen ja auf jeden Fall einiges ändern. Das Lichtschwertsystem soll geändert werden, dazu soll eine Community Transmission kommen. Dann sollen die beiden Verstärker, die beiden neuen Verstärkungstruppen vorgestellt werden, dazu soll eine Community Transmission kommen. Der neue Modus soll vorgestellt werden, dazu soll ebenfalls eine Community Transmission kommen und dann natürlich die allgemeinen Patch Notes. Das heißt, es gibt wieder vier große Community Transmissions. Wer jetzt wieder nicht weiß, was das ist, das sind solche ja, größeren Zusammenfassungen, was denn alles auf uns zukommt, das in richtig schönen Stil, also alles so schön aufgelistet und das soll dann halt, je nachdem, in diesem Monat vier Stück davon kommen. Diese Woche ist davon wohl keine geplant, aber dafür nächste Woche wohl schon zwei Stück von diesen vieren und dann wahrscheinlich die nächsten paar Tage, Wochen danach dann ebenfalls, ne, die anderen zwei. Die Patch Notes kommen ja normalerweise immer am Ende dann. Dann wurde ebenfalls gefragt, wie sieht's aus mit einem Community-Kalender für diesen Monat? Wo bleibt der? Und da wurde gesagt, wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Jetzt werden sich vielleicht auch manche fragen, wie sieht's denn dann aus mit dem Event, was jetzt dieses Wochenende kommen könnte, also das kommende Wochenende. Gibt's dann da ein Event oder wird das dann einfach außerhalb dieses Community-Kalenders mal so mitgeteilt, von wegen so auf Twitter, ey, übrigens, dieses Wochenende kommt das und das und das, das wissen wir natürlich nicht. Also im Community-Kalender, für die Leute, die das wieder nicht wissen, stehen dann die Events drin, also von wegen, das Wochenende kommt dieses Event, das kommt dieses Event, das kommt dieses Event, dann kommt dieses Event und so weiter. Ich persönlich würde mich ja freuen über nochmal Heroes Unleashed. Das ist ja das Event, wo man bei Galaktischer Angriff alle Helden spielen kann und dann auch keine Begrenzung an Helden drin ist, also dass man dann halt, und die super günstig sind, dass man dann halt wirklich Anakin ganz, ganz häufig spielen kann eventuell. Natürlich wäre es cool, wenn dieser Patch, der den dann verändert, nochmal vorher kommen würde und das ist dann ein riesengroßes Durcheinander. Ich weiß, manche mögen das nicht, ich mag es eigentlich persönlich ganz gerne. Ich finde es ganz cool, wenn es mal drin ist, von daher, vielleicht kommt das ja. Mal schauen. Die nächste Frage, die gestellt wurde, ging dann so ein bisschen um die Zukunft des Spiels und wie schaut es aus? Wissen wir denn schon, ob was nach dem März-Update kommt? Wie sieht es aus? Es kommen ja Verstärker, es kommt das Lichtschwert-Kampfsystem-Update, es kommt ein neuer Modus mit diesem, ne, Venator und Dreadnought-Gedöns. Aber was kommt danach? Kann man danach 2019 noch irgendwas erwarten? Gibt es da einen Plan für? Und es wurde relativ kurz und knapp darauf geantwortet mit ja, gibt es. Allerdings wahrscheinlich dürfen oder wollen sie in diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht weiterführend irgendwie sagen, was da genau kommt. Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein, dass dann irgendwas kommt. Und ich habe das ja auch schon in dem Jedi Fallen Order Video gesagt. Am 13. April ist die Star Wars Celebration in Chicago in den USA. Und das ist immer so eine riesengroße Veranstaltung, was Star Wars angeht. Und da soll gamingmäßig auch was vertreten sein. Natürlich viel um jetzt diese neuen Spiele, also um Star Wars Jedi Fallen Order, ne? Aber wahrscheinlich, oder man kann sich zumindest hoffen, auch zu Battlefront 2. Und vielleicht zeigen sie dann noch zukünftige Pläne. Wir erinnern uns alle an den Clone Wars Reveal. Ich glaube, das war ja bei der E3, oder? Auf jeden Fall, da erinnern wir uns ja auch alle dran, dass sie da auch schon gezeigt haben, von wegen, ey, wir wollen Obi-Wan, Grievous, Dooku und Anakin ins Spiel bringen. Haben sie jetzt auch geschafft mittlerweile. Und vielleicht machen sie dann im April dann halt, wie gesagt, bei dieser Star Wars Celebration ebenfalls nochmal was von wegen, ey, übrigens, unsere Pläne für die nächsten Monate bis August oder was weiß ich, sind dann das. Wer weiß, vielleicht kommt sowas, wäre natürlich super cool. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Was dahingehend auch nochmal ganz cool ist, oder was ebenfalls gefragt wurde, ist, wie sieht's aus mit der Roadmap allgemein? Also so eine Art Roadmap, ne? Wie sieht's aus? Wann wird die wieder erweitert? Was so den März angeht, haben wir ja schon was, aber wie sieht's aus mit April? Weil April wäre ja dann das, wo dieses Event stattfindet. Was würde denn da kommen? Und da sagt der Ben Walk zu nur, ich hoffe, dass wir das noch im März releasen können und dass wir das im März dann noch zeigen können, was denn im April kommen wird oder in den zukünftigen Monat allgemein kommen wird. Wir werden dann sehen, wie detailliert das Ganze ist oder was das Ganze genau zeigen wird oder ob das erstmal nur sagt, ey, der April wird da und dafür genutzt und dann wird man ja weitersehen, wie es dann allgemein ausschaut. Das war's auf jeden Fall mit diesen kurzen, knackigen News. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sieht man sich bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.